Sie bewerben sich für einen Job? Wissen Sie eigentlich, welche Rolle das Bewerbungsfoto spielt? Wir haben bei Dr. Gerald Reisinger, dem Geschäftsführer der Fachhochschulen Oberösterreichs, nachgefragt, ob beim Bewerbungsfoto der erste Eindruck entscheidend sein kann. Sie müssen sich vorstellen, derjenige, der eine Personalentscheidung oder eine Vorentscheidung zu treffen hat, sitzt vor einer Fülle von Unterlagen, die er von Personen bekommen hat, die alle ein ähnliches Qualifikationsprofil aufweisen. Das heißt, ganz, ganz entscheidend in diesem Moment ist der Eindruck, den man mit den Bewerbungsunterlagen vermittelt. Und hier ist vor allem das Bewerbungsfoto auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Was auch ganz wichtig ist, dass natürlicherweise die Ausstrahlung, die mit dem Foto verbunden ist, zur Position, für die man sich bewirbt, passt. Der Fotograf Roman Gutenthaler hat sich auf Bewerbungsfotos spezialisiert und bietet eine besondere Art der Business-Porträtfotografie an. Diese Art von Bewerbungsfotos, die sogenannten Business-Headshots, die unterscheiden sich einmal markant von den bekannten, üblichen Bewerbungsfotos. Das Ziel ist, dass durch dieses Foto der Personalchef zum Beispiel schon beim Durchblättern von den Bewerbungsunterlagen schon mal auf den Kunden aufmerksam wird und dass der Kunde alleine durch das Foto jetzt schon mal auffällt. Es sind also keine normalen Porträtfotos, wie es bekannt sind, wo man jetzt zum Beispiel schnell wohin geht, man setzt sich hin, mal links wird man fotografiert, mal rechts und dann geht man schon wieder, sondern bei dieser Art von Fotografie steckt schon ein wesentlicher Aufwand dahinter. Gemeinsam mit dem Fotografen ist auch eine professionelle Visagistin und Friseurmeisterin vor Ort, welche für das perfekte Styling der Kunden sorgt. Wir berücksichtigen bei der Outfitwahl die ganz genaue Verwendung der Fotos. Das heißt, speziell bei Bewerbungsfotos wollen wir dann natürlich wissen, für welchen Beruf bewirbt sich der Kunde. Und genau auf diese Art und genau auf diesen Job wird dann das ganze Styling und das ganze Outfit abgestimmt. Ich habe mir entschieden, dass ich jetzt professionelle Bewerbungsfotos machen lassen möchte. Ich möchte einfach einmal was anderes wie diese typischen Standardbilder haben. Einfach, dass man durch das Foto gleich auffällt, wenn man es anschaut. Und ich weiß zwar nicht, was genau auf mich zukommt, aber ich habe mich entschieden, dass ich mir die 2 bis 3 Stunden nochmal dafür Zeit nehme. Es ist wichtig, dass man professionelles Make-up bei Fotoshootings macht, weil da kann man gewisse Vorzüge herausheben, eventuelle kleine Makel, die was die Kunden oft sehen, ein bisschen verstecken. Dann ist es im Vorab sehr wichtig, dass man sich ausmacht, für welches, was für Fotoshooting das man hat, Bewerbungsshooting oder normales Fotoshooting. Da wird dann das Styling, das Make-up und auch die Mode zusammengestellt. Vor Ort beim Fotoshooting selber bin ich dann auch dabei. Da kann man eventuelle Änderungen beim Styling oder beim Make-up vornehmen. Oder wie es oft ist, gibt es ein komplettes Umstyling, das wird dann auch gemacht. Ich versuche dann während dem Fotoshooting die sogenannte Schokoladenseite des Kunden herauszufinden und dann das Maximum herauszuholen. Das gemachte Bild muss natürlich auch dann wirklich zum passenden Job passen. Ein kreativer Job verlangt vielleicht etwas farbenpracht oder soll ein bisschen knallig und auffällig sein. Ein Job in leitender Position verlangt nach Power, nach Selbstbewusstsein, nach Ausstrahlung von Kompetenz. Und ein Job, der zum Beispiel jetzt im Kundenempfang wiederfindet, der braucht dann eine ganz andere Bildsprache. Und genau das arbeiten wir gemeinsam mit dem Kunden heraus. Zwischendurch werden immer wieder mit dem Kunden die gemachten Bilder am Monitor betrachtet, um gemeinsam die Richtung zu bestimmen und herauszufinden, welche Bildsprache dem angestrebten Job am besten entspricht.
dem Shooting wird das passende Bild ausgesucht und durch den Fotografen noch perfektioniert. Die komplette Nachbearbeitung eines Bildes nimmt zusätzlich noch ca. 1-2 Stunden in Anspruch. Wollen auch Sie Ihrer Bewerbung mit einem professionellen Business-Headshot das gewisse Etwas verleihen? Nähere Infos unter www.gutenthaler-fotografie.at.